Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stranded Deep hier mitten in der Nacht auf meiner kleinen Bohrinsel. Beziehungsweise, es sind ja keine Bohrinseln, ich sag immer Bohrinseln, weil es so ein bisschen so aussieht. Oh Mann, eine neue Folge mitten in der Nacht gestartet. Und jetzt werde ich mit euch hier entlang gehen. Ich habe wenig Energie, das heißt, ich muss wirklich aufpassen. So. Wie ich hier die Leitern runtergehe. So. Jetzt kam von euch, die Taschenlampen backen nicht weg. Eine neue Aufnahmesession, ich kann eure Tipps entgegennehmen, nämlich R. Jetzt sehen wir was. Ich finde es auch so schick, wie das so nachzieht. Hallo? Im Dunkeln? Ist hier jemand? Sagt der Hai, ja ich. Komm runter, ich hab Hunger. So. Wir werden jetzt mal die Nacht nutzen. Ich dachte mir, bevor ich mir rumstelle, dann... Unheimlich. Das Knarren des Metalls. Bevor ich hier einsam rumstehe. Werde ich mit dem Hai spielen. Hallo, Hai. So, jetzt muss ich mal überlegen, in welche Richtung war denn meine... Was hier kaputt? Ich glaube, das ist die da. Okay, dann mal. Okay. Ich glaube, ich kotz. Na komm. Nicht mit dem Hai spielen. Oh. Du kleiner Kacker. So. Ah, Mutti, der Hai ist da. Halala. Okay, also auf dem Bootchen hier in die Hock gehen ist auf jeden Fall schon mal, ja. Oh. Ist ja klar, dass wenn ich da runterhüpf und in der Nacht kommt er auch noch. Du kleiner Scheißer, du. So bleibt man ganz gut auf dem Boot, wenn man in die Hocke geht. Gucken, ob ich schneller paddeln, als der Hai hier mir entgegenkommt. Oh Mann. Blödarsch, Hai, Depp, Sau. So, viele von euch haben gesagt, wieso baue ich da auf der Bohrinsel, wenn ich doch hier so ein schickes... Wenn ich hier so ein schickes... so schicke Inseln habe. Weil ich es da oben interessant finde. Jeder baut irgendwie auf einer Insel und der Minjas baut auf der Bohrinsel. Und vor allem weit weg von den Haien. So, wir nehmen wieder Stuff mit. So, wie viel haben wir denn? 3, 4, 1 Stick geht noch. Was haben wir denn hier noch? Den nehmen wir noch mit. Dann haben wir voll, dann haben wir noch zwei Plätze frei. Motoren, Benzinkanister. Also ich würde ja... Wie sieht's aus eigentlich mit meiner Energie? Ah, das sieht gar nicht gut aus. Wir sollten mal was essen. Da ist noch eine Kokosnuss. Dann nehmen wir doch mal eine Machete. Und machen Kokosnuss klein. So. So, dann haben wir schon mal die erste. Ja. Linke Maustaste. Herr Minjas. Alles verlernt nach einer Aufnahmesession. Na, die braucht aber ganz schön viel Schläge, die Kokosnuss. So. Haben wir noch mehr? Wir können noch Yucca mitnehmen. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Da ist nochmal Yucca. Nehmen wir alles mit. Brauchen wir definitiv auch für den Häuserbau. Oh, nochmal Yucca. Das ist ja eine richtige Oase. Achso. Kompass hätte ich auch ein paar Mal drüben lassen können, ne? Shit. Na gut, dann lassen wir das da liegen. Das verschwindet ja nicht. Kompass brauche ich fast nicht. Was brauche ich drüben noch? Was essen? Nee, ich konzentriere mich doch jetzt erstmal aufs Essen.
Dann werfe ich doch mal den Shit hier nochmal hin. Zumindest die 4 Stöckchen. Ah, ah, sehr schön. So, 4 Stöckchen auf den Boden. Na komm, mach die Kokosnuss klein. Die Axt ist da auf jeden Fall effektiver, ja? So, wie sieht es eigentlich aus mit der Energie jetzt? Zweimal haben wir noch Platz. Haben wir noch irgendwo eine Kokosnuss? Eine Taschenlampe ist echt sehr praktisch. Das ist schön. Vor allem kann ich dann auch mal eine Nacht aufnehmen, ohne dass ich Angst haben muss, dass ihr nichts erkannt. Erkannt ihr nichts? Erkannt ja nichts. So, warte mal, wir gucken mal, ob hier oben. Nein. Idiot. Dachte, ich wäre schon unten. Hm. Ja, genau. Nein. Okay. Kartoffeln wären noch was, wa? Waren hier noch Kartoffelnpflanzen? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich glaube, oben auf der Bohrinsel selber sind ja Kartoffeln gewachsen. Das ist natürlich super geil. Da werde ich jetzt in regelmäßigen Abständen ernten und dann habe ich da immer was zu futtern oben. Wenn ich die noch brate, ich glaube, die kann man sogar braten im Feuer. Ja, gut, dann lassen wir das halt mal so, ne? Ich sehe keine Kartoffelpflanze. Ich glaube, oder ich bin dran vorbei. Habe ich ein Licht drüben? Nee, kann ich nicht haben. Sonst würde ich ja den Stuff hier nicht erfinden. Hm, gut, das finde ich aber auch so wieder. Ich nehme jetzt, glaube ich, die Laterne mit. Und die Machete lasse ich aber nochmal hier. Und nehme dafür nochmal 4 Stickies mit. Die brauchen wir drüben auf jeden Fall, um zu bauen. Und am Kompass bin ich mir ein bisschen unsicher. Normalerweise kann ich die natürlich auch hier auf der Insel lassen, das ist wohl klar. Das war 140, ne? Oder? Ja, 140, genau. In dieser Richtung liegt mein Schiert. So, dann Paddel raus. Moment, in die Hocke. So, den könnten wir auch auffüllen, aber ich finde ihn viel zu laut. Mann, ist der schlecht montiert, fällt mir gerade auf. Oh, die Sonne geht auf. Sehr geil. Und der Hai ist auch schon wieder da. Das finde ich natürlich nicht so geil. Oh, sieht das schön aus. Oh, sieht das schön aus. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das eben gesehen? Das ist, glaube ich, ein Fehler von der Taschenlampe gewesen, eine Reflexion. Es sah aus, als hätte mir jemand Lichtsignale gegeben hinten von der Insel. So, bei den anderen Bohrinseln waren wir schon mal. Ich glaube, das nächste Ziel ist dann da hinten diese Insel. Da sollten wir auf jeden Fall mal hinfahren. Gut, das Hauptziel, Motor, haben wir jetzt geschafft. Das ist schon mal sehr geil. Und wir haben auch noch mehr Teile da, so dass wir eigentlich noch mehr machen könnten. So. So, ich hoffe, der Hai lässt mein Bootchen da in Ruhe. Der alte Scheißer. Warum machen wir da Licht? Gut, hier ist ja noch nicht so. Oh, das ist schön. Romondisch. Ist alleine hier. Ich könnte Wolli mitnehmen. Ich muss Wolli bald hier übersetzen. Der passt im Moment noch auf die Insel auf. Ah, ich hatte hier auch noch ganz viel Yucca-Fasern. So, hier ist auch schon ein gutes Ersatzteillager von den anderen Bohrinseln. So, dann werden wir mal hier die Lampe hinstellen. So, wie war das? So, gell? Ja, genau, sehr schön. Wenn wir das hier auch ausmachen, dann nehmen wir uns den Hammer. Hammer, 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 Hammer. Hammer, Hammer. Gut. Foundation. Schnapp ein. Schnapp ein. Ah, da war es eben. Wo ist? Wo? Hm? Hä? Wieso rastet es nicht ein? Ich probiere mal was anderes. Ich mach mal ganz kurz hier so. Ich will eine Leiter machen.
glaube, die mache ich ohne Hammer. Kann das sein? Ne, Campfire? Hä? Jetzt bin ich gerade irritiert. Foundation? Was fehlt mir denn für eine Leiter? Ich meine, Sticks habe ich ja mit Sicherheit genügend da. Geben vielleicht Palmwedel? Kann ich denn auch hier keine setzen? Aha, man kann sich auch hier hochbacken. Gut, dann probiere ich das doch mal. Blöd, was war denn für eine Leiter notwendig? So, mit Links- und Rechtsbewegung, ja. Wieso schnappt denn der Scheiß hier nicht ein? Ist echt blöd. Noch weiter zurück könnte ein gewisses Risiko bergen. Kann's so dran setzen, aber es schnappt nicht ein. Oh, what the fuck? Was ist denn hier, los? Ah. Woran liegt das? Liegt das, was da drunter ist? Aha. Okay, es geht doch. So, kriegen wir noch eine daneben? Oder noch eine davor? Aber dann kommen wir hier wahrscheinlich nicht mehr raus, oder? Dann müssen wir auch noch eine Leiter dran machen. Gucken mal. Ah, Steps. Hä, wieso? What? Wieso? Hä? Jetzt kann ich doch welche machen? Okay, die ragt dann unten so ein bisschen raus. Soll ich das jetzt dahin machen oder dahin? Hm. Okay, das geht auf jeden Fall in diese Richtung. Ich mach nochmal so eine Foundation. Mal gucken, ob die noch hier hinten. Da hinten rastet sie auf jeden Fall ein. Und hier. Jetzt. Oh, da hat es eben gezuckt. Ja, das weiß ich, dass du da reingehst. Okay, ich mach's auf jeden Fall. Ja, ich mache erstmal die Leiter. Steps. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall schon mal leichter hoch. Und ich glaube, noch eine kriege ich hier nicht nebendran. Ach, dann soll das auch reichen, oder? Ich meine, wir brauchen ja nicht so eine Riesenbasis. Foundation. Okay. Und hier. Warte mal. Nee. Naja, zwar nicht angerastet, aber... Hm. Naja. Gut, schauen wir mal später. Jetzt genug hier gecraftet. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Möglichkeit, ins Wasser zu springen. Ich glaube nur, die Idee ist gar nicht so cool, weil beim letzten Mal haben wir ja festgestellt, dass da, dass man ganz schön Schaden nimmt. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der... Beschissen. Okay, mit der Energie, wollte ich sagen. Ja gut, dann müssen wir auf jeden Fall noch Stuff holen. Ich sortiere mal ganz kurz hier ein bisschen um. So, das legen wir vielleicht mal hier hin. So, dann haben wir das ein bisschen aus dem Weg. Gut. Gut. So, dann hätte ich gesagt, wir paddeln direkt mal zu der Insel, die ich eben gesehen habe, weil drüben wissen wir ja, was uns erwartet. Vielleicht finden wir noch irgendwas Spannendes auf der Insel, die da hinten kommt. So, falsche Richtung. So. Der ist leer. Oh, ja. Scheiße. Spiel du mit dir selber. Ja. Blöd Arsch.
So, dann paddeln wir mal hinter die anderen. Hinter die anderen, hier, Metallbasen. Geh weg. Blöd, Arsch, Hai. So, hier war ja nichts mehr. Ich glaube, die hatte ich ja alle leer gelootet soweit. Bin ich mir gerade nicht sicher. Aber da hinten auf die Insel will ich auf jeden Fall. Vielleicht finden wir noch irgendwas Interessantes. So, wieder nach vorne. Ja, schade, dass es mit der Foundation da oben nicht so hinhaut. Aber ich fand das ganz reizvoll, da so an der Kante zu bauen. Ein Bett brauchen wir auch noch. Ein Lagerfeuer muss noch da oben hin. Das heißt, wir müssen jetzt ordentlich Holz mitnehmen. Ich weiß auch gar nicht, ob hier Fischis zum Jagen gibt. Langfristig würde ich auch gerne mal probieren, so einen Hai zu killen. Aber ich weiß, dass die mich eher killen, als ich sie. Und es war ja so, es hat jemand geschrieben, dass wenn man im Wasser mit dem Hai kämpft, soll man einfach in die Richtung schlagen, wo der Hai ist. Also einmal schlagen und dann einfach immer weiter schlagen. Egal, ob man den im Sichtfeld hat oder nicht, man würde den trotzdem treffen. Das ist zwar so ziemliches Bug-Using. Oh, ein Rochen. Okay. Ich glaube, wir gehen hier vorne mal ran. Genau. So. Was immer ich hier aufgesammelt habe, sah nach einem Tank aus. Und ein Messer. Na gut, das Messer können wir zumindest nutzen. Ja, ja. Shut up and die. Da können wir zumindest nutzen, um hier die Palmen oder sowas klein zu hacken. Schade, dass man noch nicht anpflanzen kann. Das wäre auf jeden Fall ein Tipp für die... Oder eine schöne Sache. Für weitere Patches. Was haben wir jetzt eigentlich eingesammelt? Einen Tank? Naja. Da haben wir ordentlich von. Dann nehme ich mal das Messer in die Hand. Gucken mal, hier gibt es bestimmt Kokosnüsse. Ja. Okay, das scheint es aber auch gewesen zu sein mit der einen Kokosnuss. So. Hey, junger Mann. Nicht so weit weg. So, haben wir hier noch welche dran? Nein. Da weiß ich nicht. Manchmal tauchen die auch erst auf einer gewissen Entfernung auf. Nope. Hier vielleicht. Hier ist eine Kokosnuss. Da ist eine. Nee. Okay. Was war das eben? Leicht verzögert. Was denn das? Habe ich sie direkt auseinandergeschlagen? Okay. Weil die Blätter ist schon Herbst, oder wie? Wie sieht's denn aus? Ne, wir müssen auf jeden Fall noch eine. Eine Kokosnuss nur noch klein machen. So, eine Kokosnuss in den Hals. Na komm, na komm. So, danach müssen wir aber satt sein, würde ich sagen. Ja, hier ist aber auch außer Spesen nichts gewesen. Sind noch viele Inseln hier im Umkreis, aber nicht wirklich irgendwie ein Wrack, was ich auf Anhieb sofort sehe. Okay, wir brauchen doch noch einmal Kokosnuss noch und dann soll es das gewesen sein. So. Zum Glück habe ich keine Kokosnussallergie. So. Sehr gut, sehr schön. Gerüstet für den Tag. Die Uhr ist eigentlich 13:57, der Tag ist noch jung. Wir sind am Ende einer Folge und bei herrlichem Sonnenschein verabschiede ich mich aus dieser Folge. Wünsche euch, dass ihr viel Spaß mit der Folge habt. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Stranded Deep wieder und dann baue ich da oben an der Basis weiter. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.